Krieg, keine Luft. Kann ihr meine helfen? Hilfe, Hilfe! Alarm, Alarm! Was ist denn los? Akute Perikarditis, würde ich sagen. Hängen Sie ihn an einen Respirator. Zack, zack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was muss ich machen? Nehmen Sie das Laryngoskop und platzieren Sie es im Mund des Patienten, sodass die Zunge aus dem Weg ist. Alles klar, das bist du, glaube ich. Jawohl, los. Ja, ich muss irgendwas machen. So, und jetzt führen Sie nun den endoskopischen Kehlkopf des Patienten ein. Das bist du. Okay, was jetzt? Nein, was jetzt? Legen Sie das Laryngoskop zurück aufs Tablett. Okay. Befestigen Sie Belumpe am Ende des Schlauchs. Okay. Und jetzt Vollgas. Stimmt es, was ich da mache? Sie mögen diesen Kerl nicht, was? So geht das nicht. Aus dem Weg. Oh, ich hab versagt. Ich hab versagt! Oh, scheiße. Sie verschwenden Zeit und Geld. Machen Sie es nächstes Mal besser. Bin ich jetzt gefeuert? Habe ich ihn getötet? Habe ich oh, Ausschnitt. Habe ich es verloren? Was ist los? Nein, es geht jetzt weiter, oder? Okay. Ich habe hier Weiß ich jetzt nicht, was das jetzt war. Das war jetzt irgendwie merkwürdig. Ich habe hier Henrys Thoraxbild und zum Vergleich eins von einem gesunden Patienten. Ich tippe auf eine Pneumonie. Ihre Leistung bei der letzten bewerteten Aufgabe ließ zu wünschen übrig. Und glauben Sie nicht, dass ich das nächste Mal nachsichtiger sein werde. Hä? Mittendrin? Vergleichen Sie das normale Röntgenbild im oberen Bildschirm mit Henrys Röntgenbild im unteren Bildschirm. Weisen Sie auf alles ungewöhnliche Henrys Röntgenbild durch Antippen. Aha. 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 Da ist doch, da fehlt doch was. Da. Da. Auf 3. Ich sehe nichts. Doch hier. Hier. Da ist doch was. Hier. Ach, ich habe wieder nur einen Millimeter daneben geklickt. Ah, wieder eine 1. Bin ich jetzt wieder voll dabei oder darf ich noch Arzt bleiben? Das ist doch die Frage. Du hast recht, die Flecken auf der Lunge sind ein Indikator für eine atypische virale Pneumonie. Das grenzt die Suche schon mal ein. Wir sollten Hausbescheid sagen. Ich weiß jetzt nicht, also ich wollte es jetzt auch nicht ausprobieren. Aber es kann sein, dass man da verlieren kann. Also wenn man anscheinend mehrere Aufgaben schlecht löst, dann verliert man wohl und wird einfach gefeuert. Weil man selber ist ja anscheinend ein namenloser Arztanwärter. Keine Ahnung. Sie haben irgendeine atypische Viruspneumonie. Er liest Tarzan. Ah, ein gebildeter Mann. Ist das schlimm? Wenn es eine atypische ist, dann ja. Vitamine, Dachboden, Familie. Hat in letzter Zeit ein Familienangehöriger an irgendwas gelitten und ich meine damit nicht an Ihnen. Meine Familie ist gesund. Vielleicht das Thema wechseln. Freunde, Kindheit, Familiengeschichte. Kindheit. Wie oft waren Sie als Kind beim Arzt? Oder wie man damals sagte, nicht oft. Meine Mutter sagte immer, ich hätte die Konstitution eines Bullen. Alles klar, das war wohl falsch. Was ist mit den Freunden? Den noch Lebenden, meine ich. Naja, die meisten sind auch schon älter und ihr Gesundheitszustand nicht mehr der beste. Aber sonst geht es ihnen den Umständen entsprechend gut. Versuchen Sie nachzuhaken. Rauchen, Gwen, Garage. Who the fuck war Gwen? Tuse, glaube ich, oder? Die Schwarze. War Gwen in den letzten Wochen krank? Ich meine, war sie ausreichend gesund für ihren Arbeitsalltag, verirrte Kinder in ihr Knusperhäuschen zu locken? Gwen?
Nein, die ist nie krank. Kein Wunder, das Baden im Blut von Jungfrauen hält einen natürlich gesund. Das, ehrlich gesagt, glaube ich nämlich auch. Man darf es bloß nicht, aber ich glaube, das macht hier gesund, hält jung und macht einen unsterblich. Ach so, Anämie, Herzkrankheit, verdächtig. Was ist denn das? Gibt oder gab es in den Fällen von Anämie? Ich würde sie ja selbst fragen, aber Cro-Magnons können ja noch nicht sprechen. Aha. Anämie, nicht dass ich wüsste. Verdächtig. Haben Sie zu Hause irgendwas Auffälliges bemerkt? Undichte Rohre, Tierexkremente, angegammelte Mayongsteine? Naja, die Klimaanlage müsste mal repariert werden. Oh, gefährlich. Bissspuren, Asthma. Puh. Da ruckelt's im Karton. Hatten Sie irgendwann schon mal Asthma oder Asthma-ähnliche Beschwerden? Asthma hatte ich noch nie. Haben Sie in letzter Zeit veränderten Appetit? Sind Sie eines Tages aufgewacht und konnten Karottenbrei und Apfelmus nicht mehr leiden? Nein, aber ich hätte gleich den Biss nehmen sollen. Mann. Woher haben Sie diese Bissspuren an den Händen und Füßen? Sagen Sie bloß nicht, das sind Knutschflecke. Das zieht man sich als langjähriger Fernreisender zu. Das Gespräch schweift ab. Lindert es die Schmerzen, wenn Sie Ihre Körperhaltung ändern? Nein, sie bleiben ziemlich gleich, egal in welcher Haltung. Sind beim Husten auch andere Körperteile schmerzhaft? Nein, alles klar, kurz und knapp. Und wieder Tierbisse, fuck! Wer oder was hat sie gebissen? Ihr Enkel? Das Übliche, Ratten, Zecken, Wanzen, Walrösse, Gnome, Zwerge, Feen, Elfen. Durchsuchen Sie seinen Tempel des Todes auf Toxine. Muss ich jetzt wieder suchen. Sehen wir uns ein bisschen um. Okay, aber stelle keine Reife mehr nach. Wenn ich erstmal so alt und schrumpelig bin, stellst du mir dann auch noch nach? Nein, bla bla. Ach, die Dialoge sind aber auch wirklich erzwungen, muss man sagen. Irgendwie. Da ist gar nichts. Der Wasserhahn ist verdächtig. So. Hier ist irgendwie auch nichts. Hier ist echt wenig. Für das ist. Das ist 10 Sachen sein. Oh, da ist irgendwas Barziger. Es sieht aus wie Popel. Ist aber Vogeldreck. Der Gartenzwerg kommt mit. Alles Klärchen. Jo, das ist ein toller Garten. So einen gestrichelten Garten hätte ich auch gern. Kann aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau sagen, warum und wieso das hier passiert. Aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Wir haben auch einen verfaulten Baumstamm in seinem Garten. Das kommt auch noch mit. Das kommt auch noch mit. Die Ente, die ist verdächtig. Das ist eine Salla. Sie ist wunderschön, aber jeder Teil davon ist giftig. Ja, Glückwunsch. Oh, das ist ein Rattenloch. Ein Kaninchennest, faszinierend. Noch 2. Die haben jetzt einen Rasenmäher mitgenommen. Oh. Gedrückt halten. Klärgrube. Aha. Was für ein Gestank, dafür werde ich nicht genug bezahlt. Da ist eine Klärgrube. Puh, dieser Rasenmäher stinkt. Vielleicht säubern sie ihn und finden sie heraus, was da so übel riecht. Greifen Sie den Schlüssel mit der Maus und bewegen Sie ihn in Pfeilrichtung, um die Mutter zu lösen. Ach so. Oh, ernsthaft? Nach Entfernung der Mutter schieben Sie nun die Klinge zur Seite. Ja, weg. Entfernen Sie mit dem Touchpen die Grasbüschel und sehen Sie nach, was da drin steckt. Dem Touchpen. Bestimmt ein Körperteil. Oder eine tote Ratte? Ein Baby. Ja, irgendwas Zerfleischtes ist da. Och, jetzt, Mann, das nervt! Als würde ich jetzt wirklich jedes scheiß Grasbüschel da wegnehmen wollen. Scheiße nochmal.
Wie viel kann ich denn davon wegnehmen? Da oben anscheinend alles, aber da ist ja nichts, oder? Das ist ja nur da unten. Totes Kaninchen, ja, das war ja irgendwie klar bei einem Kaninchenbau. Na toll, jetzt muss ich mich nicht nur meinen Macken von Haus rumschlagen, sondern auch noch mit toten Kaninchen. Echt gruselig, der arme Wuschel. Irgendwie glaube ich nicht, dass ein alter Mann über genug Kraft und Schnelligkeit verfügt, um ein Kaninchen mit dem Rasenmäher zu erwischen. Ich würde mal schätzen, er war schon tot, als es passierte. Tot wodurch? Gute Frage. Hat wohl was? Nein, der Tisch ist total zugestaubt. Allerdings, naja, eins wissen wir jetzt jedenfalls, nämlich... Langweilig, wenn die Krankheitsursache hier ist, kann alles Mögliche gewesen sein. Telefon, da Ronald ruft an. Hallo Mr. Richter, hier ist Ronald. Tut mir leid, ich habe mir offenbar eine Grippe eingefangen. Das meiste ist am Teich eingepflanzt, aber ich konnte den Rasen nicht zu Ende mähen. Ich wollte den Mäher reparieren, hatte aber nicht das richtige Werkzeug. Eigentlich hatte ich vor, heute zu kommen, aber ich fühle mich echt mies. Tut mir leid. Oh, den hat's auch erwischt. Ronald hat offenbar die gleichen Symptome wie Henry. Einer von uns sollte mit ihm Kontakt aufnehmen. Da ist die Nummer. Ja, los. Haus, Cuddy kommt jeden Augenblick zurück. Ah, gut. Cuddys Online-History. Anscheinend hat sie bei einer Online-Auktion eine E-Gitarre ersteigert, eine Vintage Les Paul. Von der Größe und Form her würde sie gut in das Paket passen. Na und, was ist dabei? Seit wann spielt Cuddy ein Instrument? Was interessiert dich das? Es interessiert mich, weil es interessant ist. Warum ist Cuddys eine Gitarre so wichtig? Und warum soll ich nichts davon wissen? Jetzt tust du es schon wieder. Was tue ich? Du machst aus deiner Beziehung zu Cuddy ein zu lösendes Rätsel. Cuddy ist aber kein Rätsel. Aber was sind denn nicht alle Frauen Rätselwesen? Cuddy zum Beispiel ist eins mit exquisitem Push-Up-BH-Geschmack. Ist das echt wert, Haus? Du Blasphemiker, bist du denn kein bisschen neugierig? Ich bin jetzt weg. Und dich interessiert auch nicht, auf welche Art von Pornos Cuddy steht? Der ist ja dick. Hallo Ronald, ich bin Dr. Taub, ein Kollege von Dr. Foreman. Ich glaube, er hatte Sie angerufen. Wir gehören zu dem für Henry Richter zuständigen Diagnostikteam und ich hätte da mal ein paar Fragen an Sie. Kommen Sie rein, Dr. Taub. Könnten Sie vielleicht ein paar von diesen Taschentüchern entfernen? Klar, sorry. Ha! Falscher Alarm. Alles okay bei Ihnen, Dr. Taub? Was hat sie so krank gemacht? Keine Ahnung. Vielleicht war es das Sushi, das ich neulich hatte. Na, weiß ich nicht. Versuchen Sie nachzuhaken. Was war ungewöhnlich an dem Sushi, das Sie gegessen hatten? Es hatte irgendwie... Nee, ich bilde mir das vielleicht nur ein. Hä? Wann waren Sie das letzte Mal bei Henry zu Hause? Ich war erst neulich bei Mr. Richter und habe ein paar Gartenarbeiten erledigt. Pflanzen säen und so. Versuchen Sie eine relevante Frage. Das ist ein geiler Hinweis. Ist Ihre Arbeit körperlich anstrengend? Nein, ich mag meinen Job. Dadurch bin ich viel an der Luft. Warum hat der Henry Sie neulich kommen lassen? Sie wissen doch, dass er im Krankenhaus liegt, oder? Ja, er rief mich vor ein paar Tagen an und sagte, er sei zu krank für die Arbeit im Garten. Kamen Sie als Landschaftsgärtner mal in Kontakt mit, Tierscheiße? Natürlich, das ist Berufsrisiko. Warum? Nein, jetzt bin ich falsch rum. Scheiße, er ist ja der Dumme. Besuch bei Henry. Haben Sie Henry im Krankenhaus besucht? Nein. Sollte ich das? Das heißt, Henry war gar nicht zu Hause, als sie neulich in sein Haus kam? Wie denn auch? Er war im Krankenhaus. Atemwegsbeschwerden, Henry. Wann haben Sie ihn denn zum letzten Mal gesehen? Persönlich gesehen habe ich ihn. Mann, das muss schon ein paar Wochen her sein. Was sind Ihre Beschwerden? Ach, nicht seine. Ich habe Fieber, Husten,
Brustschmerzen, die Armmuskeln tun weh und ich bin permanent müde. Ach ja, und ab und zu fällt mir das Atmen schwer. Sie waren eine große Hilfe. Ich melde mich wieder bei Ihnen. Erreiche Sie dann unter der gleichen Nummer? Ja, aber diese Grippe macht mich echt fertig. Da gehe ich lieber vielleicht nicht ran. Ah, die Magersüchtige. Hi, Dr. House. Als ich sagte, ich will mehr von Ihnen sehen, meinte ich, Sie sollen zunehmen, nicht Ihr Gewicht halten oder noch dünner werden. Ich weiß, Dr. House, ich kann nicht mehr essen, mein Magen tut immer noch weh. Was ist mit mir los? Was ist mit den Süßigkeiten? Welche Süßigkeiten? Ich esse keine. Doch tun Sie, Sie haben eine Spur von Süßigkeitenpapierchen hinterlassen, wie Hänsel und Gretel ihn abgespeckt. Ach so, wissen Sie, ich esse die Papierchen. Seit ein paar Wochen habe ich so einen Heißhunger auf Papier. Was? Gibt's sowas wirklich? Papier, Heißhunger auf Papier? Und das hätten Sie nicht schon eher erwähnen können? Ist das wichtig? Sie leiden am Pika-Syndrom. Na klar, Leute, alles klar. Wer hat das nicht? Wer hat nicht schon mal in seinem Leben ein paar Tonnen Papier gefressen? Nämlich? Pika ist eine Essstörung, bei der man aufgrund besonderer Gelüste ungenießbare Materialien verzehrt. Zum Beispiel Papier. Betroffen sind häufig Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischen Störungen. Ah, du bist behindert. Heißt das, ich bin gestört? Ich war noch nicht fertig. Pika betrifft auch schwangere Frauen. Wann hatten Sie das letzte Mal Sex? Hat sie doch gesagt, vor 4-5 Wochen. Das sagte ich schon, vor 4 oder 5 Wochen. Wir hatten verhütet, habe ich doch gesagt. Ganz sicher, vielleicht war das Kondom ein bisschen eingerissen. Magenschmerzen plus Pika plus kürzliche sexuelle Tivet bedeutet, Sie haben einen kleinen Papierbraten in der Röhre. Ich bin schwanger. Jetzt werden Sie zunehmen. Yeah, Fall gelöst, woo! Sie haben ihn also interviewt, diesen Hirni. Er ist kein Hirnihaus. Müssen Sie immer so grob sein. Wer ist denn er? Oder er? Oder es? Sorry, wie sagt man heutzutage politisch korrekt? Den Idioten. Sagen wir also, Henry ist krank und der Idi ist es auch. Nicht so wie Henry. Aber beide haben offenbar die gleichen Symptome. Ronald wird bald so krank sein wie Henry. Was immer die beiden quält, müssen sie sich bei Henry angelacht haben, denn eine gegenseitige Ansteckung ist ausgeschlossen. Also sie und Chase checken die Proben, die an den Stellen genommen wurden, wo Ronald gearbeitet hat. Oh, jetzt darf ich wieder was machen. Woher sollen wir wissen, welche Proben an den Stellen genommen wurden, wo der Gärtner gearbeitet hat? Am leichtesten wäre das, wenn wir die Proben den Fotos zuordnen, wo die Pflanzen zu sehen sind. Bestimmen wir mit den Fotos, wo sich die Beweisstücke befinden. Legen Sie dann jedes Beweisstück auf dem richtigen Platz in der Karte. Ja. Aha, aha. Hallo? Hä? Wie geht das wieder kleiner? Ach, da oben. Ah, ich muss schnell mein Aufnahmeding. So. Hä? Da kam die Probe nicht her. Alles klar. Ich sehe den Gartenzwerg auf diesem Bild. Doch, da kam sie her. Hä, spinnst du jetzt? Bist du jetzt blöd? Da ist doch der Zwerg drauf. Hier. Hilfe. Stimmen Sie mit Hilfe, wo sich die Beweisstücke befinden. Legen Sie dann jedes Beweisstück auf den richtigen Platz. Ach, in der Karte. Moment, da ist der Teich. Ist jetzt blöd. Ah. Okay. So, du warst hier, glaube ich. Nein. Ach Mann, das ist ja voll viel. Ach du Kacke. Teichwasser, das ist doch offensichtlich. Topfpflanze.
Könnte da auf der Terrasse gewesen sein, ist es aber nicht. Die ist nämlich hier. Da bei dem Baumstamm bist du. Du bist bei dem Baumstamm. Ich seh dich doch. Da bist du doch. Und mich verkackeiern. Ach. Natürlich, die genaue Platzierung spielt eine wesentliche Rolle. Was Kaninchenbau? Der war doch auch hier, oder? Genau, der war hinter dem Baum. Das heißt, ich brauche einen Baum. Das heißt, das war hier. Was bist du? Leitungswasser. Das war hier. So, kann ich das so auch? Nein, ich muss das so bewegen. Halt. Nein. So. Die war doch irgendwo, wo sie war. Bin ich mir ganz sicher, dass die irgendwo war, wo sie war. Oh, ich geh halt weg. Da bei dem Teich war die. Zwischen Baum und dem Holz. Pappalapapp. Hier. So, dann war das da. Was ist denn du überhaupt? Was? Vogeldreck. Ah, das war auf dem Glander, gell? Jawohl. 1-. Warten Sie, erste Krankheitszeichen hatte Ronald beim Einpflanzen. Da war er in der Nähe des Teichs und unmittelbar daneben befand sich der Kaninchenbau. Das muss was zu bedeuten haben. Genau, Ronald befand sich beim Einpflanzen in direkter Nähe des Kaninchenbaus. Alles klar, ich bin der Mr. Wiederholer. Und Henry hat ja auch genau da den Rasen gemäht. Ich denke, das Nest ist unser Hauptverdächtiger. Henry muss beim Mähen das Nest und dadurch versehentlich auch das Kaninchen überfahren haben, wodurch irgendwas in die Luft gelangte. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was dieses irgendwas ist. Was liegt da an? Ach Gottchen, das ist ja Fell aus einem Kaninchennest. Dann war mein kleiner Joke eben natürlich furchtbar geschmacklos. Ich wusste von nichts. Aufgrund des Lungenbefunds im Thoraxröntgenbild werden wir diese Kaninchennestprobe mittels PCR untersuchen. Ja, los, auf geht's. Ich darf wieder drehen am Bumsenbrenner. Wow, wie spannend. Das macht Spaß. Das ist toll. So liebe ich dieses Spiel. Wow, Wahnsinn. Superklasse. Yay. Oh, es prickelt in den Fingern vor Spannung. Es prickelt in meine Bauchnabel. Wer kennt die Werbung noch? Yay. Schreibt's in die Kommentare, dass ich auch mal hier Kommentare bekomme. Nein, halt, stopp, was tust du? Aber man muss echt aufpassen, es ist anstrengend, sich zu zwingen, das weiterzuspielen. Hey, gute Arbeit, wenn man sehr, sehr niedrige Anforderungen hat. Ja. Ach Gott, jetzt kommt das wieder. 1 und 3. Stellen Sie sicher, 90 geschlossen sind. So. Offen. Jetzt muss ich drehen. Hallo, jetzt dreh dich doch mal. Hä? Ich weiß, das sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner geistig Kernbehinderter. Aber Tatsache, dieses Drehen, das funktioniert irgendwie nur semi-optimal. Denn der dreht nicht. So richtig, der macht immer nur so komische Spacko-Bewegungen, die ich nicht nachvollziehe. Was ist denn da los? Schau dir das mal an! Dann macht er auf einmal wieder Vollgas und so, das lässt sich überhaupt nicht kontrollieren, der Schmarrn. Aber jetzt müsste es eigentlich, ich hoffe, es reicht jetzt einfach aus, dass es durchläuft. Ja, gut, so, das zumachen, das aufmachen. Darf ich wieder drehen? Yeah!
Oh, ist das ein Käse? Ohne Schmarrn, das macht überhaupt keinen Spaß. Wer sich das ausgedacht hat, der gehört sich gefeuert. Nicht mal Kindern macht sowas Spaß. Nach dem vierten Mal oder dritten Mal, was das jetzt da ist. Und dann kommt er wieder, er sagt auch immer dasselbe. Oh. Ach, ich brauche nur die roten. Mhm. Das da. Das da. Und das. Yay. Wieso? Wieso kriege ich eine 1 minus? Ich habe alles richtig gemacht. Warum? Wie unfair. Ich habe doch alles per Anhieb instant perfekt getroffen. So eine pulmonale Tularemi. Finden Sie alle Ideen und entnehmen Sie sie aus Hausgehirn, indem Sie sie dreimal treffen. Bewegen Sie den Balken mit der Maus, um Hausball abprallen zu lassen. Finden Sie alle 10 Ideen, um die Erleuchtung. Wenn Sie alle Ideen gefunden haben, erscheint eine Erleuchtung. Sammeln Sie sie schnell ein, sonst verschwindet sie. Alles klar. Wie soll ich denn das treffen? Was ein Schwachsinn, hallo! Jetzt! Bam! Und? Naja! Erleuchtung! Ich habe die Weisheit erfahren! Sehr gut. Na klar, jetzt macht alles Sinn! Weil mein Ball im Gehirn rumhupft. Aber klar, es ist eine Tularemi, jetzt ergibt plötzlich alles Sinn. Ah ja, würden Sie das bitte mal erklären? Ja, er hat einen hupfenden Ball im Kopf. Ich denk nicht dran, wo wäre denn dann der Spaß? Das war's, Leute. Oh Gott. Tja, statt sich wie jeder normale Rentner den ganzen Tag in der Relax-Mulde zu entspannen, muss der Henry Rasenmähen und aktiv sein, also ist er selbst schuld. Wovon reden Sie da bitte? Der Vampir Lestat hat ein pulmonale Tularemie. Henry hatte beim Rasenmähen die in die Luft freigesetzten Tularemie-Erreger eingeatmet, also eigenes Verschulden, ganz simpel. Ja, schön. Schöne Bilder, schön erklärt. Die infektiösen Luftpartikel gelangten inhalativ in den Organismus, in Henrys Lunge und sein Herz. Die Perikarditis war also eine Komplikation der Tularemie. Na klar. Scheiße, hätte ich auch gleich wissen können. Henry kommt wieder in Ordnung, wenn er sofort behandelt wird. Geben Sie Atovaquon in Kombination mit Azithromycin. Was allerdings nicht verhindern wird, dass er wieder irgendwelche Dummheiten macht, wie morgens aufzustehen. Henry! Was soll das? Lass mich rein! Was wollen Sie damit sagen? Alle Ihre Abenteuer fanden auf einer Vorstadt Soundstage in New Jersey statt. Genau das will ich damit sagen. Warum jetzt diese Beichte? Ich wollte die Leute nicht mehr belügen. Es war Zeit, reinen Tisch zu machen. Dr. House, was soll das? Tut mir leid, mehr Besucher werden nicht reingelassen. Was soll das heißen? Lassen Sie mich sofort rein! Henry, das ist Karriere-Selbstmord! Henry! Fortschritt! Gefakte Show B! Kann ich jetzt kostenlos spielen? Hier ist Ihr nächster Fall. Sind Sie bereit? Also es geht jetzt einfach weiter mit dem nächsten Fall. Bin ich bereit? Ja, ich bin bereit.